Okay, guten Abend. Es ist für alle, die die Wiederholung sehen, es ist Freitag, den 26. September 2014. Und wir haben wunderbare Referenten heute Abend, der Ronald Wood, zuerst der Adlerflug, Erinnerung an dein wahres Wesen. Und ja, freue mich, es ist absoluter Luxus hier, ja, so schöne, so solche Menschen mit uns zu haben, die ihre Erfahrung teilen. Luxus pur, Dankeschön, Ronald. Ja, von Herzen gerne, von Herzen gerne. Erstmal begrüße ich alle, die das sehen, von ganzem Herzen. Ich freue mich, dass ihr Interesse daran habt und euch das anschauen mögt und anhören mögt. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen. Es wird ein Teil Meditation sein und es wird ein Teil einfach ein paar Gedanken sein. Weil ich habe mich seit vielen Jahren damit beschäftigt, was wir Menschen hier eigentlich machen auf diesem Planeten und wer wir sind und welche Einflüsse da sind. Und ich habe mich immer gefragt, warum funktionieren viele Dinge nicht? Und ich habe immer nach Lösungen gesucht. Also mein Bewusstsein immer auf Lösungen gesetzt. Auf diesem Wege habe ich mich natürlich viel beschäftigt, auch mit Schamanismus, deswegen auch Adlerflug, heute das Thema mit. Dazu eine kleine Anekdote. Also das Thema ist Vertrauen. Ich weiß, dass aus dem Göttlichen im Moment neue Gesetze heruntergestrahlt werden auf die Erde. Und eines ist das neue Vertrauen, ein ganz neues Vertrauen zu unserem wahren Ich, zu unserem wahren Sein. Und das ist schön für diejenigen, die das schon entdeckt haben, dass es auf einmal alles viel anders wird im eigenen inneren Sein. Wir bemerken das natürlich auch durch andere Gedanken und natürlich auch ganz viele Gefühle, die uns durchfluten, Energien, die uns anfangen zu durchfluten, weil die geistige Welt im Moment geistig und auch natürlich körperlich mit uns arbeitet. Also wir werden vorbereitet auf etwas Neues. Wenn zwei Adler, ein Pärchen, sich anfangen, sich zu nähern und ihr Vertrauen beweisen, dann nennt man das ein Courtship Flight. Die krallen ihre Krallen ineinander und stürzen so ab. Und das heißt, die drehen sich die ganze Zeit in einer Spirale nach unten, bis kurz auf dem Boden und im letzten Moment lassen sie sich los und steigen wieder auf. Wie ein Herz. So, und das ist das absolute Vertrauen. Das ist ihr Hochzeitstanz, wenn ihr so wollt. Ich habe damals, als ich anfing, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen, gerade mit diesen schamanischen Sachen, ich mache also auch sehr viel Musik, habe ich das aufgenommen, diesen Courtship Flight. Ich habe versucht, das in ein Lied zu packen, genau das. Und als ich das fertig hatte, haben bei mir im Garten, das ist aber so ein kleiner Teich, zwei Bussarde das gemacht, genau das. Und bis kurz unter den Teich und sind auseinandergeflogen und das Männchen ist zu mir ins Studio reingeflogen. Hat sich in die Tür gesetzt und ist dann wieder weggeflogen. Das war für mich ein wunderschönes Erlebnis. Ein anderes Erlebnis, also Rückerinnerung an mich selbst. Ich hatte die Chance, eine Begegnung zu haben mit Chris Christgen, falls das jemand was etwas sagt. Und sie hat mir vor langer Zeit einfach einmal etwas gezeigt. Ich solle mich erinnern und soll in etwas hineinfühlen. Und diese Energie möchte ich euch gerne übertragen. Und zwar war es das Gefühl, mich zu erinnern, wie ich das erste Mal auf diesen Planeten gekommen bin. Wirklich auf diesen Planeten. Und ich sage es, es ist ein Adlerflug gewesen. Nur ein energetischer Art und Weise. Weil wir wirklich als Lichtwesen hier eingetaucht sind in diesen Teil der Schöpfung und uns dann aufgeteilt haben in andere Erscheinungsformen. Ob nun menschlich oder Delfin oder feinstofflich oder grobstofflich, ist egal. Wir haben wirklich die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Und ich übertrage euch das jetzt mal. Konzentriert euch mal auf euer wahres, höchstes Sein. Und fühlt mal in diesen Punkt hinein, wo ihr das allererste Mal zur Erde gekommen seid. In diesen Teil der Schöpfung. Durch das Superuniversum, über das geistige Tor dieser Galaxie, das ist nämlich in den Plejaden, bis hin hier zur Erde. So, und hier eingetaucht seid, wie habt ihr damals ausgesehen? Erkenne dich selbst, ist die Basis für das, was wir sind.
Erkenne dich selbst. So, und wenn wir dort hineinfühlen, in diesen Flug, den wir gemacht haben, um zur Erde zu kommen, weil wir mussten dieses geistige Tor benutzen und haben uns dort einen Elektronenkörper abgeholt, von Alpha und Omega, also den Hütern, die geistigen Hüter von diesem Teil der Schöpfung, also dieser Galaxie hier, unsere Milchstraße, und sind dann über das Tor der Base, was sich in der Nähe der Sonne befindet, geflogen und haben mit der Energie von Alpha und Omega unseren Elektronenkörper, unseren goldenen Lichtkörper bekommen. Und dann sind wir eingetaucht hier rein in diese Energien und haben auch das erste Mal einen Seelenkörper bekommen, weil wir sind ja nicht Seele, wir sind Geist. Und gerade wir als Geistwesen haben die Möglichkeit, multidimensional zu reisen, weil wir multidimensional sind. Und für uns ist es ganz wichtig, wenn wir uns mit Frieden beschäftigen, mit den Friedensenergien, müssen wir Frieden mit uns selber schaffen. Das ist das Allerwichtigste. Und dafür ist es ganz wichtig, hineinzufühlen in unser wirklich wahres Wesen, was wir als Mensch sind. Egal welches Wesen wir auch in anderen Schöpfungsteilen sind, aber hier sind wir nun mal inkarniert als Mensch. Und wir haben ja auch das wunderschöne Wort menschlich sein. Und das sollten wir uns wieder ganz zu Gemüte führen und sagen, als Mensch bin ich ein Hüter dieser Schöpfung. Viele von uns, gerade die sich mit diesen Meditationen jetzt beschäftigen, die sich mit Heilung beschäftigen, sind bestimmt nicht das erste Mal hier. Und viele sind auch schon lange aufgestiegen und zurückgekehrt. Sehr viele. Also möchte ich euch auch daran erinnern, dass es vielleicht wirklich sinnvoll ist, nach dem Sinn zu fragen, warum bin ich hier? Und was für ein Gefühl ist in mir, wenn Traurigkeit da ist, wenn Sehnsucht da ist und irgendwie so ein Gefühl, ich möchte nach Hause, da ist. Weil wir haben Sehnsucht und diese Traurigkeit ist einfach eine ganz starke Sehnsucht nach unserem wahren Sein. Weil das mussten wir ja verlassen, um herzukommen. Viele von uns, ich weiß auch gerade viele, die diese Sendung sehen werden, hundertprozentig, haben einfach damit zu tun, dass sie zurückgekehrt sind zur Erde, um die Menschheit daran zu erinnern, wer sie wahrlich ist. Ihnen das zurückzugeben, was ihr eigenes ist, ihr wahres Sein. Kleiner Schwenk, es gibt eine sehr, sehr schöne Nachricht. Im letzten Jahr, viele haben ja nur gedacht, 2012, 21.12., da ist nicht so viel passiert. Aber ich sage, es ist so viel passiert und das ist wirklich schön, weil der Krieg um die Erde wurde beendet am 8. Februar 2013. Im März daraufhin hat die Ankara-Allianz, die vorher ziemlich viel Unfug hier gemacht hat, hat einen Friedensvertrag mit der Weißen Bruderschaft gemacht. Das heißt, die Weiße Bruderschaft hat seit vielen Jahrtausenden, seit Juni letzten Jahres, wieder die Macht über die Erde. Und da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass sich ganz viel verändert. Das Schöne ist, dass sie auch gerade diejenigen, die mit Heilenergien arbeiten, die wirklich etwas für die Menschheit tun und für die Tierwelt und die ganze Schöpfung hier, dass sie sie lenken und leiten. Und ich bitte euch, einfach mal da hineinzufühlen in meine Worte. Die Weiße Bruderschaft, dazu gehört Saint-Germain, der diesen Aufstieg leitet. Dazu gehört genauso die ganzen Kohane, auch der Maha-Kohan, den ich auch gefragt habe, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus mit dem Frieden für die Erde? Und da hat er zu mir gesagt, der Weltenfrieden ist ausgebrochen. Das ist schon sehr erstaunlich, weil damit habe ich nicht gerechnet. Also der Weltenfrieden ist ausgebrochen, weil es betrifft nicht nur die Erde. Und deswegen für uns ist es sehr wichtig, auch nicht nur global zu denken, sondern auch wirklich in dieser Schöpfung und weit über diese Galaxie hinaus auch zu denken. Es hat im letzten Jahr noch ein großes Treffen gegeben von 150.000 Sternennationen. Von dieser Galaxie. 150 Sternennationen, die alle sehr interessiert sind, wie wir das hier weitermachen. Und das wird ein Echo geben, was hier passiert im Moment und wie sich das alles wandelt.
was für dieses ganze Superuniversum ein ganz, ganz großes Echo bedeutet, eine ganz große Weiterentwicklung. Das heißt, wir sind hier für etwas verantwortlich. Wir sind hier auf die Erde gekommen. Jeder von uns hat Verträge gemacht. Ich weiß zum Beispiel, dass im deutschsprachigen Raum über 350.000 Orafim inkarniert sind. Wirklich hohe Wesen. Und es ist an der Zeit, dass die ihren Verträgen nachkommen und wirklich ihre Aufgabe machen, weil sie haben vor Ewigkeiten diese Menschheit ausgesät. Und sie wissen ganz genau, was die Menschheit brauchen. Es hat jeder in sich. Weltweit sind es 500.000, aber in den deutschsprachigen Ländern sind es 350.000. Also es bedeutet schon, dass hier ganz viel passieren wird, gerade in der nächsten Zeit. Und trotzdem wird es langsam geschehen, damit es möglichst friedlich ist. Die Veränderung muss kommen. Ich weiß, dass der göttliche Plan vorgesehen hat, dass die große Veränderung noch in diesem Jahr stattfindet. Also schauen wir mal, was geschieht. Und weltweit sind ungefähr 7 Millionen sehr hohe Wesen inkarniert. Und die sind auch alle bereit, etwas zu tun. Und nun frage ich euch mal so, ob ihr hineinfühlen mögt in euer wirklich wahres Wesen. Einfach nur mal hineinfühlen. Ich fühle hinein in mein höchstes wahres Wesen, dass ich in Wirklichkeit bin. Und rufe mich jetzt. Nicht ein ich schicke kein Gebet hoch, sondern ein Gebet. Das heißt, ich gebiete, ich will es haben. Ich will jetzt einen Segen haben von meinem höchsten wahren Wesen. Und dann nehmt es einfach an. Fühlt diesen Segen. Fühlt euch selbst. Erfüllt euch selbst mit eurer eigenen wahren Energie. Und spürt, wie diese Energie ansteigt. Sie ist gigantisch, aber sie ist auch wunderschön. Mit dieser Energie verändern wir hier alles. Und wir werden im richtigen Moment das Richtige tun. Immer. Und wir werden im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Auch immer. Weil wir es multidimensional planen. Viele von uns haben diese Inkarnation, die sie jetzt haben, schon seit Jahrtausenden geplant. Das ist eine gigantische Logistik. Das alles hinzubekommen, Begegnungen, Eventualitäten, alles durchzuplanen. Jeder von euch hat das gemacht. Und jeder lenkt und leitet sich selbst diese Inkarnation mit einer ganzen Crew aufgestiegener Wesen. Bei den meisten sind es ungefähr 30 aufgestiegene Meister und Meisterinnen, Erzengel und so weiter. Wenn wir das wissen, dass wir uns auch selber leiten von oben, dann können wir das doch einfordern. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir einfordern, was wir wahrlich sind. Weil der freie Wille für uns bedeutet, wir müssen uns dafür entscheiden. Und wir müssen sagen, was wir wollen. Also ich will meine Weisheit wieder haben. Ich will meine Kraft und auch meine Macht wieder haben. Und bedenkt, das Wort Macht hat bei vielen ja einen negativen Aspekt. Aber Macht besteht aus Lebensfreude und Lebenswille. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Und dadurch öffnet sich wahrlich das Herzzentrum. Und mit reinem Herzen können wir ganz viel bewirken. Es nützt nichts, destruktiven Wesen Liebe zu schicken. Weil das ist für sie wie Öl ins Feuer kippen. Das ist für sie regelrecht ätzend. Aber Verständnis für sie zu haben. Weil jedes Wesen ist immer benimmt sich immer so nach dem, wie das Bewusstsein ist, wie der Bewusstseinszustand ist. Ändert sich das Bewusstsein, werden wir auch anders miteinander umgehen. Erkennen wir unser wahres Wesen, werden wir für alles Verständnis aufbringen können. Und werden durch unser Verständnis eine Resonanz erzeugt, die wieder Verständnis erzeugt. Und das erzeugt wahren Frieden. Ne? Für uns selbst ins Verständnis gehen. Und nochmal, ruft doch mal euer wahres, höchstes Sein. Und ruft die Energie in euch hinein, in euer irdisches System hinein. Lasst euch segnen von euch selbst, aus den höchsten Ebenen der Quelle. Und dann fordert ein, eure Weisheit,
eure Macht, eure Fähigkeiten, eure Erinnerung auch an euren Plan für diese Inkarnation. Weil jeder von uns hat das selber geplant. Weil letztendlich gilt für uns, unseren freien Willen aufzugeben und uns wieder zu öffnen für unseren eigenen göttlichen Willen, weil der einfach synchron zum göttlichen Plan steht. Und dieser Plan bedeutet, wir sind die Hüter dieses Planeten, dieses Teils der Schöpfung. Und so sollten wir mit allen Lebenden umgehen. Und da alles beseelt und belebt ist, lohnt es sich wirklich drüber nachzudenken. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit den ganzen Wesen um mich herum um? Und welche Wesen nehme ich eigentlich wahr und welche nehme ich vielleicht nicht wahr? Was bedeutet das, wenn ich wirklich alle um mich herum wirklich auch mal segne? Also meinen Segen von oben annehmen, aus der Urquelle und ihn weiterlenke und alles um mich herum einfach segne. Ich segne euch jetzt einmal von meinem Sein aus reinem Herzen und schicke euch einfach mal von meiner Energie einfach eine Liebeswelle rüber. Und schaut mal, wie sie sich anfühlt für euch selbst. Weil ich kann es jetzt schon spüren, wie das fließt. Wenn ich das kann, kann das jeder von euch auch. Macht doch Sinn. Einfach mal in die Tiefe zu schauen wieder und nicht das Äußere zu sehen, sondern das wahre Wesen, was in einem physischen Körper oder Gefährt steckt. Hinterfragt das doch mal wieder. Ich habe mich im Alter von 10 Jahren, habe ich mich schon hingestellt und habe versucht, Freunde davon zu begeistern, mich einfach in eine Situation zu versetzen. Das heißt, ich stelle mich irgendwo hin und sage, egal wer jetzt um die Ecke kommt, kann ich diesen Menschen wirklich lieben. Egal, ob Mann oder Frau, alt oder jung, und zwar gleichgültig. Ohne Wertigkeiten, also gleichgültig lieben. Sie fanden das ziemlich doof in dem Alter. Also ich fand es aber richtig gut. Und ich mache das immer noch so. Ich mache das ganz oft, dass ich mich einfach in die Fußgängerzone setze, einen Kaffee trinke, gemütlich eine rauche und dann mir die Menschen angucke. Jeden Einzelnen. Und dann sage ich, für jeden dieser Menschen mache ich das. Deswegen bin ich hier. Nur aus diesem Grunde bin ich hier. Und kann ich das wirklich für jeden dieser Menschen tun, was ich tue? Sich solche Gedanken mal zu machen. Er schafft einen innerlichen Frieden. Und wir gehen zwar noch in Resonanz mit Dingen, die uns vielleicht traurig machen oder so. Oder die wir vielleicht als furchtbar empfinden. Aber letztendlich wir werden immer mehr in unser Zentrum gezogen, in unser wahres Vertrauen innerlich. Und das erzeugt um uns herum eine Veränderung, egal wo wir auftauchen. Also überall werden die Situationen friedlich, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Wir brauchen nur wir selbst zu sein. Und zwar innerlich in uns ruhend, in einer inneren Stille, in einer Beobachterrolle. Das Schöne dabei ist, wenn ihr mit Menschen arbeitet, ich weiß ja, dass das viele, die das hier sehen werden, das tun und das auch wirklich gerne tun. Sagt doch mal den aufgestiegenen Meistern, die euch begleiten, sie sollen mal durch eure Augen schauen. Sie sollen mal gucken und dann sagt denen, guckt euch das mal genau an, dafür brauche ich jetzt eine Lösung. Und dann beobachtet einfach mal, wie diese Lösung zu euch kommt. Das ist total schön, es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Weil das können sie auch erst seit etwas über einem Jahr. Wirklich durch unsere Augen schauen und uns wirklich so sehen, wie wir aussehen hier. Die finden das natürlich auch zum Teil echt lustig, haben sie mir jedenfalls gesagt. Weil das ist sehr ungewohnt. Sie wissen ja, wie wir auf den anderen Ebenen aussehen. Und hier haben wir eben echt eine lustige Verpackung. So, versucht das alles mal ein bisschen lockerer zu sehen. Der Weltenfrieden ist ausgebrochen. Überlegt euch mal, was das für eine Aussage ist. Und wie viele Regierende haben im Moment wirklich Angst? Sie haben wirklich Angst davor, dass dieser Weltenfrieden wirklich ausbricht, weil alles das, was sie gemacht haben, nicht mehr funktionieren wird. Und wir können es jetzt ja schon überall sehen.
Wie verändert sich hier was? Beobachtet es und geht nicht mehr in die Furcht. Also nimmt das R, setzt es ein Stück nach vorne, denn es ist eine Frucht. Also wir sollen ja fruchtbar sein, nicht furchtbar. Ja, ihr Lieben, lasst euch noch mal kurz so in diesen Adlerflug hineingeben, so als Abschluss. Fühlt noch mal hinein, wie ihr selbst zu diesem Planeten gekommen seid, das erste Mal. Bevor ihr eingetaucht seid in diese Galaxie, habt ihr sie sich angeschaut, diese Galaxie. Und stellt euch doch mal vor, ihr seht die komplette Galaxie, die ganze Milchstraße mit ihrem Zentrum mit einem. So, und an eurer Seite habt ihr zwei ganz hohe geistige Wesen, nämlich Alpha und Omega. Und ihr besprecht mit ihnen, was ihr machen wollt. Ihr sagt es ihnen einfach. Und dann zieht es euch auf einmal mitten hinein in diese Galaxie. Zu einer Sonne. Und da begrüßen euch Helios und Vesta, die Elohim dieser Sonne. Und von dort aus hat jeden Menschen Erzengel Michael und Erzengel Gabriel abgeholt. Und dann sind wir mit ihnen zusammen zum Karmischen Rat gereist. Und dort haben wir unseren Seelenkörper bekommen. Also unseren Plan für diese Inkarnation. Mit dem, was wir machen wollen, was wir verändern wollen. All diese Sachen. Und dann sind wir eingetaucht in diese Inkarnation. Aber sind wir wirklich gleich eingetaucht? Oder haben wir uns erstmal gemütlich alles angeguckt? Ich kann es euch sagen, wir haben es uns gemütlich angeguckt. Wir haben uns genau angeschaut, wie unsere Eltern aussehen, was die machen, wie sie sich geben, was für Mimiken und Gestik sie haben, bevor wir in den Körper reingegangen sind. Wir haben den von außen gesteuert, weil da drin war es uns viel zu eng. So, und wir sind erst wirklich das erste Mal richtig eingetaucht, als der Körper einmal geatmet hat. Also unser Körper den ersten Atemzug gemacht hat. Da sind wir einmal ganz reingegangen. Aber lange haben wir es drin auch nicht ausgehalten, weil das ja viel zu klein ist für uns. So, und diese Art zu reisen, in diese Fantasie zu gehen, was man ja sagt bei Kindern, diese Fantasiereisen, wir sind wirklich gereist und wir können es auch jetzt noch. Wichtig ist, dass wir eintauchen in diese Inkarnation, um frei zu sein von diesem Körper. Das heißt, uns frei in der Schöpfung bewegen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Dann wird uns vieles, vieles leichter fallen. Jetzt sind wir eingetaucht in diese Inkarnation. Aber ihr könnt ja auch mal in die Zukunft schauen. Wie, wenn der Weg jetzt weitergeht in die Zukunft, was verändert sich denn im nächsten Jahr, in den nächsten 3 Jahren? Und fühlt mal in diese Energie hinein, wie bist du in 3 Jahren? Welche Erkenntnisse sind da? Welche Erfahrungen sind da? Dann kannst du diese Energie ins Jetzt holen und viel Information jetzt schon bekommen. Vielleicht nichts Genaues, aber du weißt doch dann schon, wie du dich dann fühlst. Und dann ist dieser Weg viel leichter. Es ist friedvoller für uns, wenn wir hineinfühlen, wie unser Weg ist und den Impulsen folgen, die wir uns selber von oben geben. Das heißt, das erschafft einen inneren Frieden. Und dieser innere Frieden, das ist unsere Aufgabe, den nach außen zu tragen. Weil alles ist das Göttliche. Ob wir das manchmal so sehen oder nicht, ist vollkommen egal. Und das Göttliche begibt sich in alles hinein, aber immer gleichgültig, ohne Wertung. Und für uns ist es wichtig, was machen wir mit diesen göttlichen Energien? Das ist unsere Aufgabe. Wie gehe ich damit um? So, ich denke, das, was ich jetzt gesagt habe, ist eine gute Vorbereitung für die Meditation, die gleich kommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch mal wiedersehen. Ich mache das auch gerne mit Sheet nochmal oder zeige mich gerne nochmal wieder. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen was gebracht und ihr habt ein bisschen was von der Energie gespürt.
Ich merke jedenfalls, dass ganz viel Energie durch mich fließt. Konzentriert euch bei eurem Weg auf Folgendes noch. Die geistige Hierarchie für den Aufstieg der Erde. Die Leitung ist Saint-Germain, der Mahakohan, das ist übrigens ein Elohim jetzt, das ist Cassiopeia. Und El-Moya, der für den göttlichen Willen steht. Der Cassiopeia steht für den Heiligen Geist, also Vertreter des Heiligen Geistes auf Erden. Und Lord Kutumi und unser lieber Lord Jesus Christus, die zusammen sind die Weltenlehrer. Also die bewegen gerade ganz viel. Und wenn wir spirituelle Arbeiten machen, wenn wir etwas hier auf diesem Planeten bewirken, ist es immer gut, wenn wir sagen, Jungs, ihr da oben, wenn ich irgendwas mache, gebt mir bitte Hinweise, ob ich richtig liege, damit ich mich nicht in irgendwas einmische, was gerade wichtig ist, sondern dem Ganzen diene, weil ich möchte dem göttlichen Plan dienen. Das ist eine sehr gute Idee, das einfach mit hineinzunehmen in das tägliche Wirken. Weil das erzeugt auch Frieden. Ansonsten gibt es nämlich manchmal ganz schönes Durcheinander, weil wir etwas immer gleich wollen. So sind wir ja gerne, wir nehmen gerne Abkürzungen. Aber ihr wisst ja, der Weg ist das Ziel, also die Erfahrung zu machen. Und ich weiß, dass hier Frieden kommt, ein Weltenfrieden. Das weiß ich. Aber die Frage, wie haben wir es geschafft? Das dürfen wir jetzt durchleben. So, und das ist jetzt für heute mein Schlusswort. Und so grüße ich euch, fühlt euch umarmt und geherzt und geliebt. Und so sage ich Naoyo Kamai, das heißt also in Liebe und Ehren und Achtung erkenne ich den wahren Geist in dir und dein Spirit sei geheiligt. Ich wünsche euch einen super schönen Abend noch. Okay? Lasst es euch gut gehen. Dankeschön. Von Herzen gern. Okay? Dann gehe ich jetzt raus, okay? Ja. Gut, ihr Lieben. Tschüss.